Und jetzt. Maschallah, das raucht. Es raucht. Krass, hätte ich nicht erwartet. Sick. Der gute Sandro hat ein Video hochgeladen, nikotinfreier Tabak aus Früchten selber machen. Sind wir mal gespannt. Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video in einem neuen Setup. Ich bin gerade etwas am Rumprobieren, ist noch nichts fix, aber ich probiere es einfach mal aus. Heute werden wir etwas sehr Spezielles machen, und zwar ist heute nicht die Swishisha Kochshow am Start, wie es hier den Anschein macht. Wir werden heute etwas ausprobieren, was ich in einem Video gesehen habe, in einem Livestream von mir. Übrigens, ich streame jeden Montag, Mittwoch und Freitag, circa 19 Uhr, manchmal 19:30 Uhr auf YouTube und Twitch. Könnt ihr sehr gerne vorbeischauen. Da haben wir auf jeden Fall ein Video gesehen, wo jemand aus Glycerin, das haben wir hier, Krass. Früchten und noch ein paar weiteren Zutaten nikotinfreien Shisha-Tabak selber herstellt. Ich bezweifle, dass das gut funktionieren wird und dass das schmecken wird nachher, aber ich konnte es nicht lassen. Ich wollte das unbedingt selber ausprobieren und deswegen werden wir das heute machen. Ich werde gleich die Ansicht wechseln und dann werden wir zusammen die Schritte durchgehen, die dafür nötig sind. Ist eigentlich ziemlich simpel. Und am Ende werden wir den Kopf noch rauchen. Das hat derjenige im Video nicht gemacht, das wir gesehen haben. Boah, ob das klappt, ey. Puh. Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, nein. Videobeschreibung wird noch geschrieben: produces a little bit of smoke, also dass es nicht viel rauchen soll, aber das werden wir heute ausprobieren und klären. Und ja, wir wechseln die Ansicht und schauen uns an, wie wir das Ganze machen werden. So, und zuerst einmal werden wir durchgehen, was wir alles benötigen für die Herstellung. Der Typ im Video hat einen Apfel und Blaubeeren verwendet. Ich habe keine Blaubeeren Also, dass das ohne Aroma schmeckt, glaube ich nicht. hier, aber Bananen, und deswegen werden wir das mit Apfel und Banane machen. Ich denke, das wird auch so funktionieren. Als nächstes, der wohl wichtigste Bestandteil, dass es überhaupt raucht, ist Na. Glycerin. Ich habe hier in einem Vape-Laden reines Glycerin gefunden. Das ist ja zum Teil 70-30 noch gemischt und so. Ich habe jetzt einfach mal reines genommen, damit wir hoffentlich Rauch bekommen. Also es ist einfach komplett reines Glycerin. Gibt es auch in der Apotheke zu kaufen, oder ich verlinke euch alles unten in der Videobeschreibung, was ich auf Amazon und so finde. Als nächstes brauchen wir etwas Honig. Da haben wir super Thurgauer Bienenhonig, schöner Schweizer Honig am Start. Das ist auch nicht so außergewöhnlich. Viele Shisha-Tabaks, vor allem gute Shisha-Tabak, haben. Ja, stimmt. Also Tabak besteht meistens aus Glycerin, zum größten Teil Glycerin. Dann kommt meistens noch dran ein Zucker. Das kann Honig sein, das kann aber auch irgendein Invertzucker sein. Dann Aromen und dann eben im Grundtabak. So funktioniert das meistens. Honig drin in den Molassen. Also das erstaunt mich nicht so, dass das da mit reinkommt. Und als nächstes kommt noch etwas Tee mit rein. Ich denke, das wird einfach der Träger sein und Tabakersatz. Es gibt ja auch Tabaks auf dem Markt, die auf Teebasis sind und deswegen Nikotin. Okay, also das mit dem Tee habe ich jetzt nicht kommen sehen. Nikotinfrei. Ich könnte das wahrscheinlich auch mit Rohtabak machen, habe ich jetzt aber nicht hier. Ich probiere das jetzt einfach mit dem Zeug aus, das ich hier habe und wie er es gemacht hat. Und deswegen werden wir da drei Earl Grey Teebeutel verwenden. Oha. Und viel mehr braucht ihr eigentlich nicht. Eine Pfanne, Schneidebrett, Messer und so, aber das solltet ihr ja alle zu Hause haben. Und ja, dann fangen wir direkt mal an mit der Zubereitung. Und als allererstes müssen wir den Apfel klein schneiden. Und übrigens, Lifehack, wenn ihr dieses Ding nicht habt und gerne Äpfel isst, dann holt euch das, werde ich auch verlinken. Wenn Swizzy wieder lost beim Deutsch sprechen ist. Gibt es sicher auch auf Amazon. Denn damit kann man einfach so und dann drücken. Und dann hat man direkt hier den Das Kern ist echt, das ist draußen wirklich geil. und hat schöne Ich Schnitte. schneide die immer mit einem normalen Messer. Voll dumm eigentlich. Ich brauche auch so ein Ding. Sie am Start, also für alle Apfelfans da draußen. Tipp geht raus. Und jetzt muss man das einfach noch klein schneiden mit dem Messer. Noch ein bisschen kleiner, oder? So, der ist jetzt klein Ich geschnitten. glaube, das ist immer noch zu grob. Ich glaube, es ist immer noch zu grob. Ich glaube, feiner wäre besser. Und ja, das Ganze kommt jetzt in die Pfanne rein. Ich habe noch drei Schnitze gegessen, weil ich das Gefühl habe, das wird viel zu viel. Also ich mache das jetzt einfach in die Pfanne rein. Und als nächstes werde ich dann gleich noch die Banane kurz klein schneiden. Ham.
Ein Apfel für die Pfanne, einer für Swissy. Einer für die Pfanne, einer für Swissy. So muss das. Ja, die Banane wird doch so, eher matschig, oder? Wenn jetzt die Banane kochst, dann ist sie doch weg, oder? Weiß nicht, ob das so geil funktioniert. Auch das kommt jetzt rein in die Pfanne. Und bevor wir das dann in der Pfanne anbraten... Wisst ihr, was das Geilste ist, was eine Banane werden kann? Gebackene bzw. frittierte Banane vom Asiaten. Mit so einem Teigmantel und dann noch Honig drum. Mashallah. Werden müssen wir noch Beste, was eine Banane werden kann. Vorbereiten, damit wir dann nachher ready sind, wenn das Ganze hier angebraten ist. Und zwar die Teelösung. Teelösung ist auch der falsche Begriff, perfekt. Dazu einfach die Teebeutel aufmachen. Am besten mit einer Schere. Schere habe ich hier leider nicht. Schere. Und dann hier reingeben. Boah, der ist ja super fein. Ich habe das Gefühl, dass der Tee hier viel zu fein ist. Ja. Da soll man natürlich schauen, dass es keinen Teebeutel drin hat. Weil erstmal Teebeutel rauchen, gar kein Bock. Und den nachher. Nee, ich glaube, der Tee ist viel zu fein. Der so, und hier macht fein. Er jetzt etwa einen Teelöffel Honig rein. Auch hier Lifehack, wenn euer Honig nicht schön flüssig ist wie der hier, stellt den in warmes Wasser, nicht heißes Wasser, einfach auf dem Herd aufgewärmtes Wasser. Und dann wird er schön flüssig wie der hier jetzt. Und ich werde jetzt da auf jeden Fall mal nicht zu viel nehmen. Etwas weniger als einen Löffel und das wird das Kleben des Grauens. Das werde ich dann ja, das kriegst du doch gar nicht mischen. Wirklich verteilt. So, das ist jetzt auf jeden Fall bereit. Und jetzt werde Kein Bock mehr gehabt. die Früchte hier einfach auf ganz niedriger Stufe anbraten oder mehr dämpfen. Einfach bis die etwas die Farbe verändert haben und etwas anders aussehen. Dann mache ich das ganz kurz. So, ich habe jetzt das Ganze... Bin ich ehrlich? Würde ich lieber essen oder einen Tabak rauchen? Eine Viertelstunde bei mittlerer Temperatur auf dem Herd gehabt und jetzt ist alles hier so weich geworden. Und es hat sieht voll lecker aus, oder? Noch ein bisschen Zimt dran. Fertig, Alter. Perfekter Nachtisch. Zu riechen. Und als nächstes machen wir das alles hier jetzt rein in den Tee. Boah. Mit dem Honig versetzt. Und okay, jetzt ist ruiniert. Einfach mal gut umrühren. Und dann kommt auch schon das Glycerin dazu. Also jetzt hier alles mal gut vermischen. Aber das... So, und also der gute Mann im Video hat etwa einen Esslöffel Glycerin dran gemacht. Nur, insgesamt, auf alles. Er hat gesagt, noch den Backofen. Ja, das Ganze muss auch noch in den Backofen. Kann man noch mehr ran machen, aber ich denke, ich mache schon von Anfang an etwas mehr ran. Also, ein Esslöffel, viel zu wenig Glycerin. Kein Wunder, dass das nicht raucht. Bis die Konsistenz meiner Meinung nach passt. Also ich mache jetzt einfach hier etwas rein und mische das. Und wir machen es jetzt schon so gut wie möglich, wie er es gemacht hat. Ich glaube, das ist immer noch zu wenig. Haben wir immer Raum für... Ganz ehrlich, ich würde mehr Glycerin nehmen und wenn es überschüssig ist, würde ich es einfach drinnen lassen. Aber zusehen, dass das Zeug so viel Glycerin aufnimmt wie möglich. Boah, es sieht schon mittlerweile so kacke aus, ey. Das sah vorher noch so nice aus, aber Digga, das will der rauchen? Shit. So, Verbesserungen offen. Und an dieser Stelle nochmal würde ich mich natürlich über jedes Abo und Like freuen. Und wenn ihr mich unterstützt... Ja, also ohne Scheiß, schaut gerne mal bei Swissy vorbei. Geile Videos, super cooler Typ. Vor allem seine Bilder auf Insta. Zu krass, zu krass. Wohl. Könnt ihr auch sehr, sehr gerne Mitglied beim Kanal werden. Einfach unten auf Mitglied werden drücken. Auf der mittleren Stufe könnt ihr dann auch alle Videos einen Tag früher anschauen und mich natürlich dabei unterstützen. Liebe geht raus an alle Supporter. Und ja... Das ist eigentlich schon mal. Radi mit Apfel ist so an, also gönn dir. Vielleicht nochmal einen kleinen Gutsch vom Glycerin hier rein. Wie gesagt, ich würde da dran knallen mit dem Glycerin. Mit Nitroglycerin. Das ist ganz normal, dass Glycerin in Vape Liquids und Shisha-Tabak drin ist. Das macht den Rauch. Also da keine Angst haben, dass es giftig ist oder so. Also Glycerin müsst ihr keine Angst haben, ne? Ist an jedem Shisha-Tabak dran. Und ja, jetzt haben wir hier die Pampe gemischt. Ich habe etwas grobe Stücke manchmal drin, aber das sollte eigentlich trotzdem funktionieren. Und jetzt fehlt noch ein Schritt und dazu brauchen wir Alufolie. Die habe ich vorhin nicht aufgezählt bei den Dingen, die man braucht, aber
Das gehört zur Grundausstattung eines Shisha-Rauchers sowieso. Also ja, aber auch zum Haushalt. Genau, und jetzt machen wir das alles hier rein. Und dann kommt die Mischung noch in den Backofen. Dann ist der Nachtisch fertig. Ja, wisst ihr Bescheid? Ich habe den jetzt mal auf 90 Grad vorgeheizt und werde den jetzt einfach mal eine halbe Stunde da reinmachen, maximal. Vielleicht sogar etwas weniger. Und das Ganze werde ich hier einfach so einpacken, dass es gegen oben zu ist. So, und jetzt haben wir hier unser kleines Tabakpaket. Das mache ich jetzt in den Ofen. Tabak-Alternativen-Paket natürlich. Wie gesagt, 80 Grad, 30 Minuten und dann sehen wir uns wieder und schauen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Also ich bin ehrlich, ich würde es nicht rauchen wollen, aber schauen wir mal, wie es wird. So, Freunde, also das Ganze war jetzt 30 Minuten im Ofen bei um die 80 Grad. Und ich muss sagen, wenn ich das hier aufmache, es riecht extrem geil nach Banane. Einfach wie wenn man irgendwie eine Schokoladen-Bananen-Crepe so macht. Und ja, farblich hat sich auch was getan. Da hat sich alles noch etwas dunkler verfärbt. Das ist alles etwas matschiger noch. Ihr seht, das ist frisch aus dem Ofen. Das dampft immer noch. Und jetzt werden wir das machen, was der gute Mann im Video nicht gemacht hat. Wir werden ausprobieren, ob das Ganze laufen wird. Ich spare mir jetzt direkt hier einfach einen Kopf. Ich habe hier die Konzepte Killer Bowl. Mit der werde ich das Ganze heute bauen. Ich denke, Mehrlochkopf läuft etwas besser als Funnel. Und jetzt mache ich einfach mal von der Pumpe hier rein. Ich würde das nicht rauchen wollen, ey. Eine Hexerei hier auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, ich lege Kohlen, heiz mein Lotus vor. Und dann schauen wir mal, ob das nach irgendwas schmeckt, ob das überhaupt raucht. Und allgemein, was daraus wird. Also wir sehen uns gleich wieder, wenn das hier hoffentlich läuft. Ey! So, wollen wir. Maschallah, das raucht! Es raucht! Krass, hätte ich nicht erwartet. Sick! Ihr seht, der Kopf ist an und qualmt wie Sau. Nein, macht er nicht. Kleiner Spaß am Rande hier. Ich okay, Sandro. Hast du mich gekriegt, Digga? Hast du mich gekriegt? Ist okay. Einfach einmal alle Hops genommen, ey. Jeder dachte sich so, was? Das funktioniert so gut? Ja. Hops genommen. Du hast erst gerade da aufgemacht und ich habe den Da hat er mich echt erwischt. Hat er mich erwischt, ey. Ich dachte gerade so, was? Uff. Hochgebaut. Das hier ist ein Kopf, den ich mir vorhin gebaut habe. Ihr hört jetzt, wie das Ganze hier zischt. Einfach hops genommen. Ich hätte den wahrscheinlich etwas tiefer bauen sollen, weil ich habe jetzt das Gefühl, das wird kratzen des Grauens. Aber wir werden es einfach mal ausprobieren. Machen das auf die Pfeife hier rauf. Und ich nehme auch einfach mal einen Zug. Ich habe richtig Angst, dass das kratzt. Ich bin ehrlich, ich hätte auch gar keinen Bock an dem Ding zu ziehen. Gar keinen Bock. Kratzen wird des Grauens. Aber wir probieren es einfach mal. Okay, es qualmt einfach gar nicht, wenn man die Bowl so sieht. Zuerst einmal, der Durchzug ist komplett ripped. Ja, das hat, Ganze hört man schon. So feucht und pumpig ist, hat das wahrscheinlich die Löcher direkt verstopft. Ich nehme jetzt mal ein paar Züge, hoffe, dass sich der Durchzug etwas beruhigt und dass da mit der Zeit auch Rauch kommt, weil jetzt kommt noch überhaupt nichts. Man hat minimal den Bananengeschmack geschmeckt im Mund, aber sonst war das jetzt noch nicht viel. Aber es war auch der erste Zug. Also ich hätte gedacht, man schmeckt vielleicht den Tee oder so, ja. Aber dass man die Banane rausschmeckt, hätte ich nicht gedacht. Ich ziehe jetzt ein paar Mal und schau mal, wie sich das hier entwickeln wird. Gar nichts entwickelt sich da. So, Freunde, ja. Also ich habe jetzt sicher 10 Minuten durchgezogen. Der Kopf ist auch schon richtig heiß hier. Aber ihr habt es gesehen, es kommt noch nicht wirklich viel raus und da wird wahrscheinlich auch nicht mehr viel mehr kommen. Geschmacklich merkt man auf jeden Fall die Banane raus, hätte ich nicht gedacht, dass das so geht, aber wirklich sehr, sehr fein, aber eine sehr leckere Bananennote, wirklich wenn man Krebs mit Bananen, wenn die warm sind, wenn man daran riecht. Etwa so schmeckt das Ganze, aber nur ganz, ganz, ganz fein und Rauchentwicklung, da kann man eigentlich nicht von Rauchentwicklung reden. Nee. Da kommt minimal etwas raus. Einfach fast nichts. Nee. Schmutz. Den Durchzug habe ich wieder gefixt. Schmutz, Rauchentwicklung.
nämlich von unten da in den Kopf etwas reingestochert habe. Aber alles in allem ist das trotzdem nicht das Wahre. Vielleicht werde ich mir da mal noch irgendwelche Ideen einfallen lassen, wie ich das optimieren könnte, weil es gibt ja auch ähnliche Produkte. Da schaue ich mal, ob ich da irgendwas Schlaues rausfinde, wie man das anständig anstellen kann. Aber ja, ich würde sagen, das war's für heute mit dem interessanten Experiment. Hier habe mich selber Wunder genommen, aber ich habe eigentlich schon erwartet, dass es nichts wird. Also mein Highlight war, als er alle Hops genommen hat, als er den Oblaku geraucht hat. Ja, wildes Video auf jeden Fall.